Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Von 1000 zufällig ausgewählten Personen einer Bevölkerung sind 420 männlich. 60 der ausgesuchten Personen sind farbenblind, darunter 40 männliche. Zwei Fragen dazu. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine weibliche Person farbenblind? Und eine Person ist nicht farbenblind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie männlich? Wir werden diese Aufgabe anhand dieser vier Feldertafel lösen. Erste Spalte für männlich, zweite Spalte für weiblich, erste Zeile für farbenblind und zweite Zeile für nicht farbenblind. Insgesamt gibt es 1000 Personen. In diesem Kästchen setzen wir also 1000, wovon 420 männlich sind. Das heißt, hier tragen wir 420 ein. Also da sofort 580, denn die Summe dieser zwei Zahlen muss ja 1000 ergeben. Hier steht, 60 der ausgesuchten Personen sind farbenblind. Also farbenblind sind insgesamt 60 Personen. Und da 60 plus diese Zahl 1000 ergeben muss, tragen wir hier sofort 940 ein. Hier steht, 60 der ausgesuchten Personen sind farbenblind, diese 60, darunter 40 männliche. Also farbenblind sind 40 männliche Personen. Hier dürfen wir also sofort 20 eintragen, hier sofort 380 und hier sofort 560. Anhand dieser Tabelle werden wir die zwei Fragen sehr leicht beantworten können. Frage 1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine weibliche Person farbenblind? Wir wissen also, es handelt sich um eine dieser 580 weiblichen Personen und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person farbenblind ist, liegt also bei 20 580. Um diese Frage A zu beantworten, brauchen wir keine große Wahrscheinlichkeitsformel. Es genügt, diese Wahrscheinlichkeit in der Tabelle abzulesen und dieser Bruch ergibt ein 29. Frage B. Eine Person ist nicht farbenblind. Wir wissen also, es handelt sich hier um eine dieser 940 Personen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie männlich? Männlich gibt es 380 Personen, die nicht farbenblind sind. Also hier auch, um die Wahrscheinlichkeit von männlich, wenn nicht farbenblind zu berechnen, brauchen wir nicht unbedingt diese Formel der Wahrscheinlichkeiten, sondern es genügt, in der Tabelle abzulesen. 380, 940. Diesen Bruch kann man noch kürzen. Der ergibt 19 47. Und die Aufgabe ist somit beendet.